Aufgabe der Europa hat, nämlich den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, zu reden miteinander, Diplomatie werden zu lassen, eine vergleichbare leise Methode sich zu beteiligen. Das ist aber die europäische Methode. Das möchte ich Ihnen auch vermitteln. Wenn die Europäer die Macht überhaupt haben, wir haben Macht, weil wir wirtschaftlich sehr, sehr stark sind als Europäische Union, wenn wir diese Macht nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da steht ein Ziel dahinter. So wie wir es beim Iran bereits versucht haben, mit einem Atomabkommen zu versuchen, dass der Iran keinen Zugriff auf die Atomwaffe bekommt, was sicher eine schreckliche Vorstellung wäre, wenn so ein System eine Atomwaffe besitzen würde. Und deswegen haben wir mit diplomatischen Methoden versucht, das zu verhindern. Und das ist genau das, was Europa ausmacht. Auch im Ukraine-Konflikt haben wir Europäer nicht Waffen geschickt. Wir haben nicht gegenüber Russland negativ agitiert, sondern wir haben versucht, Brücken zu bauen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade aufgrund unserer europäischen Geschichte sind wir der Kontinent, der angesichts der internationalen Herausforderungen sagen muss, man kann Konflikte dauerhaft nie kriegerisch lösen. Man muss bis zum letzten Moment und vielleicht noch einen Schritt mehr als bis zum letzten Moment versuchen, mit Gesprächen, mit Diplomatie zu wirken. Ich wünsche mir, dass wir Europäer uns eigenständig sehen und als eine Friedensmacht sehen. Wir Europäer müssen die Macht sein, die für den Frieden auf dieser Welt kämpft und sich hinterher setzt. Wir können das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns darauf vorbereiten. Europa ist heute schon stark, ja, in manchen Bereichen, aber wir könnten es besser. Ich bin zum Beispiel dezidiert der Meinung, dass wir Europäer endlich europäische Verteidigungsstrukturen aufbauen müssen. Wir wissen, dass wir heute viele Landschaften der EU, nehmen Sie mal Länder wie Österreich, sind heute faktisch nicht mehr in der Lage, eine voll umfassende Landesverteidigung zu gewährleisten. Nehmen Sie Länder wie kleinere Länder wie die Slowakei oder noch kleinere wie Litauen und Lettland im Baltikum. Die können sich heute keine Luftwaffe mehr leisten, weil sie kein Flieger nicht kaufen können mit der Finanzkraft des Landes. Und deswegen werden wir vor der Aufgabe stehen, oder denken Sie an den Cyberwar, also den Krieg im Internet, die digitale Herausforderung. In all diesen Aufgaben sind wir gut beraten, wenn wir unsere Kräfte bündeln, wenn wir miteinander versuchen, unsere Verteidigung zu organisieren. Und als Zweites ist wichtig, neben dem Aufbau dieser gemeinsamen Verteidigung, ist wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, Europa ist heute bereits ein wirtschaftlicher Gigant, wir sind der stärkste Wirtschaftsblock dieser Welt, vor den Amerikanern, vor den Chinesen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind politisch noch nicht stark genug, weil bei außenpolitischen Fragen muss heute ein Beschluss einstimmig von allen 28 Staaten gefällt werden, damit er rechtskräftig ist, damit er beschlussfähig ist sozusagen. Und Sie können sich vorstellen, wenn etwas einstimmig beschlossen werden muss, wie mühsam das hinzukriegen, wie lange das dauert. Und deswegen glaube ich, dass Europa in außenpolitischen Fragen endlich weg muss von der Einstimmigkeit und hin muss zum Mehrheitsentscheidungsprinzip. Ich will, dass Europa endlich mit der Frieden stimmt. Ja, wir spüren, dass das große Fragen sind, die da vor uns stehen und die wir mutig anpacken müssen. Ich möchte es auch noch mit einem zweiten großen Themenfeld verbinden. Das eine ist Stabilität, Frieden schaffen, wie wir uns in den Krisen der Welt positionieren. Das zweite, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Frage, wie es wirtschaftlich weitergeht. Uns geht es wirtschaftlich zurzeit sehr, sehr gut in Bayern. Es gibt in einigen Branchen kritischere Blicke in die Zukunft, die Autoindustrie beispielsweise. Aber auch da ist es so, dass das Jahr 2020 vergleichsweise stabil laufen wird, die jetzige Prognose, die wir haben. Wird es aber auch mittel- und langfristig befragt sein? Ich muss Ihnen sagen, dass da das Jahr 2008 und 2009, mancher wird sich erinnern, das war der Höhepunkt der Euro-Krise, wo wir auch bei uns im Freistaat Bayern ein Bruttoinlandsprodukt, also ein Wirtschaftsminus von 5% in einem Jahr gehabt haben. Das haben wir in den gesamten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg nur einmal in der Ölkrise gehabt, dass es einmal zurückkam. Also ansonsten haben wir nur Aufstieg gehabt. Und 2008, 2009 war es auch so. Europa hat sich jetzt erholt von dieser Krise. Wir Deutschen haben das sehr, sehr gut gemeistert, diese Krise, auch mit der klugen Politik der deutschen Bundesregierung, mit Abwrackprämien, mit Investitionen im kommunalen Bereich und so weiter, Kurzarbeiterprogramm. Also wir haben klug darauf reagiert und Gott sei Dank die Krise dann abgefedert. Aber ich sage Ihnen, diese Krise hat einen Wendepunkt auch bei der globalen Machtverschiebung bedeutet. Seitdem ist beispielsweise die Volksrepublik China ganz anders international positioniert, als es vorher war. Mit Machtanspruch positioniert. Nicht mehr Entwicklungsland, sondern ein Land, das Machtanspruch hat.
Die Gewichte verschieben sich. Die Welt organisiert sich neu. Und da muss ich Ihnen zu Beginn, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, eines sagen, wo ich Sie um Verständnis bitte, auch um Unterstützung bitte. Wir Bayern haben ein Bruttoinlandsprodukt, das zu über 50% vom Export abhängt. Binsenweise, das wissen wir alle, sogar ich, wie gesagt, ich komme aus einem bescheidenen, armen Niederbayern, Wir sagen, das ist nur, weil wir da in München mehr Fördermittel kriegen. Also, ich komme aus Niederbayern und selbst im Ländlichen, wo man jetzt am Ballungsraum in München sozusagen direkt vor der Nase hat, haben wir eine Exportquote von 55%. BMW zum Beispiel, aber auch unsere Bauern. Ich komme aus der Hollertau, aus dem Hopfenanbaugebiet. Man, den Hopfen, wenn wir den alle per Bier sozusagen selber trinken würden, dann hätten wir sehr viel zu tun. Also, wir sind froh, dass die ganze Welt unseren Hopfen hat. Da hat er auch Gott sei Dank produziert werden. Das ist ein Leben vom Export. Deswegen muss ich Ihnen einfach die Wahrheit sagen, wir werden unseren Wohlstand nicht halten können, wenn wir als Europäer nicht weiter bereit sind, mit Drittstaaten, Drittländern Handelsabkommen zu schließen. Sie erinnern sich an die CETA-Diskussion mit Kanada, an TTIP, mit Amerika. Ich sage Ihnen, es gibt manche, die heute froh wären, wenn wir mit Amerika einen vernünftigen Vertrag hätten, angesichts der Drohungen im Autobereich und anderen Bereichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den nächsten Tagen wird sicher noch stärker kommen die Mercosur-Debatte, also ein Handelsvertrag zwischen der EU und dem gesamten südamerikanischen Raum. Brasilien, Argentinien, hunderte von Millionen von Menschen, die dort auch konsumieren, die ihr Geld ausgeben. Und ich muss mir das so deutlich sagen, wir werden unseren Wohlstand nicht halten können, wenn wir nicht weiter solche Handelsverträge abschließen. Das muss einfach jeder wissen. Nur bei der Frage, wie wir diese Handelspolitik zukünftig betreiben, müssen wir neue Akzente setzen. Und ich sage Ihnen, das sind zwei Beispiele im Festival. Das erste Beispiel ist, ich will, dass wir zukünftig unsere Handelsmacht nutzen, um in Regionen, mit denen wir kooperieren, positive Entwicklungen anzuschließen. Zum Beispiel, um es konkret zu machen. Wir könnten in jedem Handelsvertrag, den wir zukünftig abschließen, einen Paragraphen aufnehmen, in dem wir reinschreiben, ihr dürft gerne aus Brasilien, aus Thailand, aus Korea eure Produkte bei uns im europäischen Supermarkt verkaufen. Aber wir wollen dafür die Garantie, dass dafür keine Kinder arbeiten mussten. Kinder gehören in die Schule und nicht in den Arbeitsplatz. Ich bin als CSU stolz, dass wir Gerd Müller haben, der da engagiert für diese Ideen kämpft und sich einsetzt. Und ein zweites Prinzip ist mir wichtig bei der Gestaltung dieser Handelsverträge, die wir dann abschließen müssen, nämlich, dass wir offen sind für Handel, aber dass wir uns schon klug anstellen. Was meine ich damit? Ich habe vorher von China schon gesprochen, ich habe diese Woche einen Termin im chinesischen Botschafter in Brüssel gehabt. Da freue ich mich immer, dass ich Politiker bin, weil nach so wenig Jahren wieder schon gewachsen ist. Also ich bin nicht schon müssen, aber ich darf alles sagen, was ich mir denke. Beim Diplomaten ist es ja immer so, die Botschafter haben immer so ihre Probleme. Also es ist mir dann dem gegenüber ein Vertreter von 1,2, 1,3 Milliarden Einwohnervolk. 800 Millionen Menschen mittlerweile auf einem wirtschaftlich vernünftigen Status, aus ärmsten Verhältnissen entwickelt in den letzten 30 Jahren. Wenn Sie heute im Osten von China unterwegs sind, in den großen Städten, haben Sie heute ein gleiches Industrie- und Entwicklungsniveau wie in den Vereinigten Staaten, Kanada oder bei uns in Europa, von den Autos, die da rumfahren, vom Entwicklungsstaat. Also eine irre Entwicklung in China. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will auch, dass wir weiter gute Handelsbeziehungen haben. Wir hängen aus Bayern sehr, sehr stark davon ab. Wenn wir uns die Zahlen der Bayern anschauen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch andere Fälle gehabt in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China. Ich nenne ein bayerisches Beispiel, die Firma KUKA in Augsburg, die Robotik produziert, Hightech-Robotik produziert, und die wurde von chinesischen Investoren zu 100% übernommen. Ein Jahr später, nachdem die Übernahme stattfand, gab es einen neuen Geschäftsführer und es tauchten in den Zeitungen Artikel auf, dass deutsches, europäisches Ingenieur, Know-how, aus dieser Firma mittlerweile abgesandt wird, nach China transferiert wird und dort Konkurrenzprodukte entsprechend produziert werden. Und deswegen glaube ich, dass es dringend notwendig ist, dass wir in der Europäischen Union Gesetze machen, wir bereiten die jetzt vor, dass wir Gesetze machen, wo wir im Kern sagen, ja zu offenem Handel, aber wenn jemand bei uns Firmen übernimmt, mit einem industriestrategischen Ziel, nämlich das Know-how abzusaugen, dann muss Europa zukünftig die Möglichkeit haben, solche Übernahmen schlicht und einfach gesetzlich zu untersagen. Ich will handeln und wir müssen.